komme wegen, einer Reise. Ja, beziehungsweise wegen einer Reiseauskunft. Wie wär's mit dem Nahen Osten? Nein, das ist zu weit. Wie wär's mit Spanien, Barcelona, Madrid, Stierkampf? Och, ich bin ja im Stierschutzverein. Venedig. Das ist zu nass. Ägypten. Ist ja noch nasser. Ja, da gibt's nur noch eins. Schweiz, Tessin. Hören Sie mal, ich bin ja nicht vom Film, nicht wahr? Also ich gehe noch in die Luft. Ach so, Sie wollen fliegen. Nein, ich will nicht fliegen. Ich will nach Menzenschwand. Nach Menzenschwand? Menzenschwand, kennen Sie wohl. Ich habe nie davon gehört, nicht wahr? Schwarzwald, Deutschland. Von diesem Land haben Sie auch lange nichts mehr gehört, was? Aber da können Sie doch nicht hinfliegen. Da will ich ja auch gar nicht. Ich will mit der Eisenbahn fahren. Was sagen Sie jetzt? Ich will bis Baden-Baden fahren und dann will ich zu Fuß gehen. Was, zu Fuß? Zu Fuß, jawohl. So, zu Fuß. Ein Fuß immer vor den anderen setzen, haben Sie auch lange nicht mehr gemacht. Was? Ja, mit dem Rucksack auf dem Rücken. Ja, denken Sie vielleicht auf den Bauch, nicht? Also ich will wandern, mit anderen Worten. Ich will wandern, ich will die Herrlichkeiten der Natur so sehen, wie sie nur ein Fußgänger sehen kann. Ein Rucksack voller Träume, das Herz voll Sonnenschein. Nee, das ist zu gesund. Das ist Lebensreform. Sauerstoffverbrauch. Sie meinen der letzte Fußgänger? Der letzte Fußgänger? Onkel Gottlieb, ist das schön. Wenn Sie im Heuschob übernachten wollen, ein paar Decke kann ich Ihnen geben. Ja, am besten Sie machen sich da bequem, ne? Wenn ich dich sehe, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wenn ich dich sehe, dann steht mein Herz sofort in Flammen. Denn die Figur und deine Beine sind entzückend und du duftest so berückend. Strolche! So ein Diebsgesindel! Verflixte Bande! Muss das sein? Oh, wie schön! Oh, wie schön, oh, wie schön kann Urlaub sein. Sie sind ein Romantiker. Ach was, aber ich will nur nicht mit 100 Stundenkilometern durchs Leben jagen. Haben Sie denn so viel auf dem Kerbholz? Sind Sie der junge Mann von na, da? Na, natürlich. Der ist ja völlig verrückt. Das ist doch der einzig Normale. Den Film müssen wir uns mal ansehen. Den neuen Heinz-Erhardt-Film der deutschen Filmhansa, Der letzte Fußgänger.